hier kommt die nächste Gunny Reaction. Morning! Gunny ist da! Gunny ist da! Der Anti-Mobbing-Papst! Was machen wir heute? Es war ja geplant, mit Lamedel das Lügenfunk-Video zu machen. Leider ist die Kleine heute nicht bei bester Gesundheit. Und deshalb verschieben wir das. Aber ihr wisst ja, ich bin zwar in Teilen auch ein Ankündigungspapst, aber es kommt dann immer irgendwann. Und ich hoffe, dass wir es jetzt am Wochenende dann an einem Tag, wenn ich zu Hause bin, dass wir es da hinkriegen. Entweder Samstag oder Sonntag, dass es Lamedel besser geht. Alles Gute von hier aus an Lamedel. Und deshalb habe ich mir überlegt, weil ich alleine diesen stumpfsinnigen Timo-Lügenfunk gar nicht mehr ertragen kann, der Kristalli absolut Totenstille von sich gibt. Was für ein Widerspruch in sich. Und der Marvin sowieso die größte Meldemumu ist, machen wir doch ein bisschen Drachenlord-Thema. Einfach nur so mal wieder, weil ist ja selten genug bei mir. Und damit ich nicht völlig in Rage verfalle und mir diesen Typen gar nicht so großartig angucken muss, reacten wir hier auf meinen lieben Freund Matt Dog. Liebe und Grüße gehen hier an dieser Stelle raus, Matti. Bei Matti bin ich mir auch ganz, ganz sicher, dass ich keinen Copyright-Strike bekommen werde. Er hat da auch nur ein Feuer eingeblendet und gesprochen, also da sieht man nichts in Mattis Video. Das lasse ich aber hier im Hintergrund laufen, weil ich möchte nur den Ton haben, damit wir uns ein bisschen die Visage vom Rainer hier angucken können, wenn er versteht, was ich meine. Wir reagieren auf Mad Dogs Meinung zum Thema, was da gerade los ist beim Dräger. Und ich sage meinen Senf halt auch dazu. Wem das nicht gefällt oder dass ich überhaupt reiner Content mache, X-Button. Aber eigentlich ist es ja Mad Dog Content, was ich jetzt hier mache. da beißt die Maus keinen Faden ab, hör mal. Mich interessiert halt, das ist wirklich ein Freund von mir und mich interessiert, was er da sagt. Und ich habe natürlich teils eine andere Meinung dazu. Aber Matti ist sowieso ein sehr besonderer Mensch. Ich sage da halt jetzt auch einfach mal was dazu. Und fertig, weil das ist mal ein bisschen nette Abwechslung. So ein Ding ist das. Und dann wollen wir doch direkt mal reinhorchen, aber ich wollte noch irgendwas loswerden. Mein neues Short ist von Drews. Ich werde mich nicht mit fremden Federn schmücken, nur dass ihr Bescheid wisst. Übrigens hat er super gemacht. Grüße gehen raus an Drews. Und wo wir schon bei Drews sind, lange kein Shoutout gemacht. Schaut euch da mal die schönen Lüfunk-Videos an. Der macht da ordentlich Material, hat er da im Moment. Und er wird auch langsam griffiger, was ich sehr begrüße, wenn ihr versteht, was ich meine. Und jetzt hören wir uns mal an, was mein Freund Matti hier zu sagen hat. Knurren. Hast gedrückt? Und Mädel, ihr lieben Hähnchens, willkommen bei Mad Dog, der bissigste Kanal auf YouTube weit und breit. Viel Spaß! Ja, Grüße gehen raus an Hateboy. Und Mädel, meine lieben Haterchens, da bin ich wieder, euer Mad Dog. Und natürlich seid ihr willkommen auf dem Wohl. Knurren. Kanal auf ganz YouTube weit und breit, meine lieben Freunde. Und warum sind wir heute hier? Ja, warum? So, ja, ihr könnt euch bestimmt denken, warum ich hier bin, oder? Es hat ja... Weil du einfach gerne in meinem Fernseher wohnst. Wie man schon hinlänglich gehört hat, in gewissen Kreisen und Videos Meinungen gegeben über das Aktuelle. Und ich habe jetzt seitdem rumüberlegt, was sage ich? Oder sage ich überhaupt was?
Weil wir wissen ja alle hier, um wen es geht. Und was wir ihm alles zutrauen, was er getan haben soll, tun. Ich traue dem Oger alles zu. Könnte. Und ich habe für mich entschlossen. Also wie gesagt, Leuten, Freunden, das ist nur meine Meinung jetzt hier. Das ist meine subjektive Meinung, mein Standpunkt und meine Mutmaßung und hast du nicht gesehen, ne? Also was ich jetzt hier ergänzend zu Matti sage oder auch nicht. Da, Leute, ich bin weder Psychologe noch Rechtsanwalt noch Arzt. Arbeitsloser Kackstudent. Oder irgendein Richter oder Staatsanwalt. Ich möchte auch keine großartigen Einschätzungen dazu geben. Könnte Dickerchen oder nicht? Ich schon. Ja, könnte er. Ich möchte aber, was ich hier sagen möchte. Wir haben diese Videos doch alle gehört. Und ich weiß gar nicht, wie ich richtig anfangen soll. Ich hasse es. Dadurch, dass wir diese Videos alle gehört haben. Du weißt doch, Matti. Strike first, strike hard, no mercy. Hatte ja jeder von uns, wie ich jetzt gehört habe, irgendwie einen gewissen Ekel in sich. Nee, ich habe dazu noch gar nichts gesagt. Ach doch, habe ich. Egal. Und jeder hatte irgendwie die Befürchtung, ja, er könnte schon. Wenn ich so in die Vergangenheit schaue, oh, ich weiß nicht, er könnte. Er könnte das getan haben. Aber jetzt betrachten wir das Ganze doch mal aus einem neutralen Blick. Wirklich neutral. Was ist denn, was wir da haben? Ein paar Videos. Ich für mich kann den Oger nicht neutral betrachten. Das tut mir leid. Ein paar Videos, wo irgendwas gesagt, und ich habe mir die öfter angehört. Nicht nur einmal, ich habe mir alle öfter angehört, weil ich nach was gesucht habe. Das glaube ich und das würde ich auch bekräftigen. Denn der Mad Dog, der lügt zwar ständig, aber, aber das hier ist keine Lüge. Das kaufe ich ihm einfach ab. Immer wenn ich mit Matti telefoniere, selbst auf WhatsApp bei Sprachnachrichten, höre ich im Hintergrund Rainer. Also er ist da wirklich drin in dem Ding. Das kann man nicht anders sagen. Er ist da drin in dem Wassertier. Ich komme auch gleich dazu, nach was ich gesucht habe. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, diese Stimmen, diese Nachricht von diesem Typ, der mit einer Axt im Dorf rumlaufen soll. Und es scheint ja von der Bilder zu geben. Und ja. Naja, das ist ja wohl tatsächlich ein Fakt, wohl, soweit ich weiß. Wie gesagt, ich stelle hier nur ganz persönliche Mutmaßungen an. Aber ich meine, das ist ein Fakt, dass der Typ ziemlich angesoffen und wohl auch leicht schräg im Kopf ist, mit einem Beil rumlief. Vor oder in seinem komischen Gästehaus da. Auf was bin ich irgendwie so gekommen? Naja, meine erste Frage, die ich hier so manchen stellen möchte, wie lange lebt er jetzt da in der Wohnung? Seit September? Und da ist jetzt meine erste Frage, jetzt tauchen erst, wo er geleakt wird, solche Videos auf? Vorher gab es keine Möglichkeit, irgendwie zu erkennen, dass Rainer so ist, wie er ist, in dieser Wohnung lebt jetzt? Das ist so die erste Frage, wo ich mir denke, da stimmt doch irgendwas nicht. Oh, das kann schon alles so sein. Und die Sache mit dem Kind ist ja auch nun schon vor etlicher Zeit zur Anzeige gebracht worden, soweit ich weiß. Berichte ich mich, wenn ich Scheiße rede, ne? Matti meint zwar, ich wäre im Drachengame. Ich bin auch kein Level Nuller, aber höchstens ein Level 1er. Ich sage ja immer, ich bin nicht im Drachengame.
Aber so einiges weiß man natürlich schon, ganz klar. Ich habe ja auch, ich mache das ja nicht als Neuling. Ich habe ja über die langen, vielen letzten Monate und im letzten Jahr und ich habe ja einiges über Drachenlord gemacht, mit Mad Dog viel zusammen. Aber wir haben ja bestimmt ein Dutzend Videos zusammen über den Drachenlord gemacht. Die ganze Brot- und Brötchen-Geschichte, die ganze Todsünden-Geschichte und hast du nicht gesehen. Also mal davon ab, wie, dass ich alles vom Einzigen mir reingesaugt habe. Jedes einzelne Video. Ne? Und von daher habe ich den Faden verloren. Egal, Bernd wird ihn finden. Und ich frage das deswegen, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand von uns auf irgendeine mögliche Inszenierung reinfällt. Da muss ich euch einfach sagen, nee. Ich weiß nicht. Natürlich, wenn der da, sagen wir mal, der wohnt da seit Ende September. Da hast du Oktober und November. Und im Dezember soll das ja dann auch schon stattgefunden haben, was da stattgefunden haben soll. Also das ist doch keine lange Zeitspanne für, wenn man, das ist ja nur ein kurzer Aufenthalt seinerseits, bis es zu etwas kam, wenn man es so betrachtet. Oder wie verstehe ich das? Ich kann das irgendwie nicht glauben. Und nee, das ist schon mal die erste Frage, wo ich mich frage, vier, fünf Monate Zeit und erst jetzt taucht sowas auf und dann auch noch alle gemeinsam, verstehst? Alle gemeinsam, wie wenn sich da jetzt irgendwie vorher zusammengesetzt worden ist und gesagt, ja, wie täuschen wir da jetzt so manche Hater, damit das ein oder andere passiert, dann, ja, ich weiß nicht, ey. Möglich ist es, wie ich finde, schon. No, da sind wir uns einig. Weil Rainer, wenn er irgendwas hat, wartet er doch nicht. Ich möchte da so an so manchen möglichen... Ach so, du meinst, möglich wäre es schon, dass das inszeniert ist, oder was? Ist natürlich, liegt das im Bereich der Möglichkeiten. Ganz klar. Alles ist möglich, wenn es um Rainer geht. Leaks erinnern wie... Aber inszeniert man sowas, schickt dabei ein Kind noch vor, ein Dreijähriges, und macht noch einen DNA-Test und. Macht man sowas mit einem Kind, wenn da nichts dran ist an der ganzen Geschichte? Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht. Würde eine Mutter sowas tun? Meiner Meinung nach nicht. Also von daher, für mich ist das Ganze sehr schlüssig, denn es gibt ja jetzt auch ein Statement vom Rainer, was eine einzige Lüge ist, aber das kommen wir dann noch zu. Damals zum Beispiel der Metzger, hat er da gewartet? Oder noch so einige andere. Wenn der irgendwas machen konnte, hat er es gemacht. Und zwar sofort. Hat er nicht gewartet? Und wenn da wirklich ein kleines Kind sein sollte, mit 3 Jahren, dann muss ich sagen, das Kind geht jetzt erst nach ein paar Monaten, versucht bei Rainer reinzugehen und mit ihm irgendwas anzugucken oder was auch immer die zusammen da eventuell gemacht haben oder was da passiert ist. Ja, was soll daran jetzt so abwegig sein? Es sind nicht ein paar Jahre, es sind ein paar Monate. Ne? Und wie gesagt, wenn man jetzt so den chronologischen Ablauf sich genauer betrachtet, dann war das ja schon Ende letzten Jahres, als die Sache passiert ist. Und da wohnte er da doch auch gerade erst 2 Monate, oder sehe ich das falsch? Also von daher ging das doch eigentlich relativ zügig. So rum wird doch ein Schuh draus, meiner Meinung nach. Ja. Und weil ja auch, ich habe ja viele Kommentare gelesen, weil da gesagt wurde, ach, das stimmt alles nicht, so ein DNA-Test ist doch jetzt schon 6 Wochen her, so ein DNA-Test dauert auch nicht so lange. Doch. Aber die Zeit ist bald um. So um die 8 Wochen dauert das schon. Aber da müsste dann bald was kommen. Und darauf bin ich furchtbar gespannt. Ich komm damit irgendwie nicht so richtig klar, wisst ihr? Wie gesagt, Matti, du darfst nicht vergessen, dieses Jahr ist erst 5 Wochen alt. Ne? Oder irre ich mich? Jetzt mache ich den Rechenlord. Nee, dieses Jahr ist erst 5 Wochen alt. Das ist alles gestern quasi sinnbildlich gesehen passiert. Ne? Nicht irgendwie vor 3 Jahren.
Und ich habe irgendwie so meine Zweifel mit der ganzen Geschichte. Und ich, wie gesagt, ich möchte nicht, dass irgendein Hater da draußen sich in irgendeine Sache verrennt, weil es möglich sein könnte, dass es so passiert ist. Und oh, ich glaube, die Warnung kommt zu spät. Ich kenne diese Bubble mittlerweile ein bisschen. Und wir haben in den letzten Jahren immer gesagt, Rainer, wir können es dir nachweisen. Also, ich bin hier in einer Bubble gelandet, die auf ihre Beweise steht. Und ich tue das auch. Und das hier ist kein eindeutiger Beweis. Denn wisst ihr, was ich bei... Da ich das wirklich öfter durchgehe, was ich nicht gehört habe? Irgendein kleines Geschrei oder Gerede von einem dreijährigen Mädchen. Ich habe nicht ein... Du glaubst doch wohl nicht, dass der das öffentlich gemacht hätte. ...einen Ton gehört. Nach dem, was ihm von den Hatern alles in den letzten Jahren vorgeworfen würde. Du glaubst doch wohl nicht, dass der ein dreijähriges Kind in seinen Stream holt und das sprechen lässt. Nee, Matti, das ist ein bisschen naiv gedacht. Und deswegen bin ich wirklich... Nein. Ich... Im Übrigen, wenn jetzt einer glaubt, das wird hier ein Mad-Dog-Bashing, das könnte er sowas von anzünden. Das ist mein Freund und ich mag den ohne Ende. Ja? Das ist einfach nur meine Meinung kontra seine Meinung. Und das ist ganz normal und das haben wir auch öfters mal, wir beiden, untereinander, nicht öffentlich. Und das können wir beide gut ab. Das läuft halt so unter Leuten, die sich verstehen und normal im Kopf sind. Nur, dass das gleich mal klar ist. Ich bin wirklich am Überlegen, könnte das wirklich so sein, wie das... Nein, ich glaube das nicht. Und was ich auch noch zu sagen habe hier, Leute, das ist, wenn Rainer das tatsächlich gemacht haben soll, ist es natürlich zu viel. Aber, Freunde, ich finde, all das, was Rainer bisher abgezogen hat und von sich gegeben hat, ist sowieso schon mehr als zu viel. Mehr als zu viel. Und die gerechten Strafen dafür hat er nie erhalten. Bewährungsversager, ehrlich. Strafung, und davon bin ich ein sehr großer Fan, Bestrafung folgt nach der Tat. Nicht im Voraus, weil man irgendwas ahnt, dass irgendwas sein könnte. Nein, das möchte ich nicht. Ja, da hast du ja auch grundsätzlich recht, Matti. Es gibt aber auch tatsächlich und gab auch immer schon Indizienverurteilungen, Indizienprozesse, ne? Ohne handfeste Beweise. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Und Indizien, finde ich, gibt es in diesem Fall hier mehr als genug. Mehr als genug. Denken wir mal über seine Blogs nach und was er für Romanchen und Kurzgeschichtchen geschrieben hat. Und über seine FKK mit Kindern-Kommune, seine Aussagen über nackt mit Kindern auf der Couch sitzen und Fernseh gucken und spielen. Ganz normal, dass man nackt bei fremden Leuten rumläuft und die laufen auch alle nackt rum und das Kind läuft da auch nackt rum. Ist ganz normal für ihn, natürlich. Der ist doch krank, ist der in der Rübe. Krank und hageldumm. Dann diese Geschichten mit dem Kind und seine, mit seinem Vater. Und diese Pedo-Geschichten, die da damals, da war ja Mimo noch voll am Start. Und dann dieses mit dem Computer, jetzt mal ganz ohne Scheiß. Er hat die große Schnauze und sagt, die Staatsanwaltschaft hatte meinen Computer und hat nichts gefunden. Dabei weiß er ganz genau, die haben ihn gar nicht untersucht. Kannst du dir doch nicht ausdenken. Nach all diesen Vorwürfen und all diesen Indizien war die Staatsanwaltschaft zu faul und zu hageldumm, diese Festplatten zu untersuchen. Ist zu viel Aufwand. Dann können wir ja nur hoffen, dass diesmal hier nichts bei rauskommt bei der Sache. Dass der DNA-Test fail ist und. Dass sich alles als riesengroße Scheiße entpuppt und gut ist. Denn sollte es anders sein, wird auch diese Staatsanwaltschaft von damals Probleme bekommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Kriegen den Computer, weil der Pädophilie-Verdacht im Raum steht und untersuchen nicht die Festplatten, sondern geben den Computer so zurück. So, das zum Thema Indizien, ne? Weißt du? Bestrafung folgt nach der Tat. Dann dieses FKK-Kommune mit Kindern, na klar. Also, und seine Wassertiergeschichten. Und ey, hör auf, es gibt so viel. Das ist ja alles nur die Spitze des Eisbergs, was diese Kreatur in 12 Jahren von sich gegeben hat und von sich gezeigt hat. Das ist ja ekelhaft. Kotzen den ganzen Tag, wenn ich den schon nur sehe. Außerdem, klar sagt er, ist nicht so. Mann, der lügt dir in die Fresse, wenn er guten Tag sagt.
Der lügt genau wie der sein Lügfunk den ganzen Tag. Und die Leute denken, die können sich damit rauslügen aus ihren Drecksgeschichten. Aber die Erde wird aufbrechen und die Wahrheit kommt ans Licht. Das ist immer so. Und das sage ich nicht, weil es irgendwas vielleicht vorher irgendwo stammt, in irgendeinem, auf irgendeinem PC von unserem Dicken. Das macht einen noch lange nicht zum Täter. Ich will da wirklich Beweise haben. Richtige, eindeutige, stichhaltige. Nicht irgendeine Quatsche von irgendwelchen Dullis, die glauben, ich stelle das mal ins Netz und alles reagiert. Nein. Ich nicht. Ich möchte das nicht. Oder wie Hank sagen würde, ich möchte das nicht. Nee, da habe ich einfach wirklich ein Problem damit, Leute. Es kann nicht sein, dass wir nach all den Jahren, wo wir immer uns Beweise gesammelt haben, auf YouTube quasi alles zu finden ist, was angerichtet ist. Und jetzt sollen so ein paar Videos ausreichen, damit manche ihn in irgendeine Schublade stecken. In der Schublade ist er schon lange und da hat er sich ganz von selbst reinboxiert. Und ich stecke ihn da auch rein, und zwar in die allerunterste. Da, wo da auch der Lüfunk drin liegt und der Kristalli. Und ich glaube, der Rainer ist sogar noch eine Schublade drunter. Nee, der ist schon in der gleichen Schublade wie Lüfunk. Aber dazu kommt dann was, wenn alles fertig ist. Der ist doch selbst schuld an allem. An allem, was ihm je passiert ist. Und bestraft wurde er nie genug. Nie. Immer wieder heil rausgekommen. Der Computer, nicht untersucht worden von der Polizei. Bewährungsauflagen gegen Verstoßen, nichts passiert. Sozialprognose positiv. Ich könnte gar nicht so viel kotzen, wie ich möchte. Und es ist doch ganz klar, dass die Bubble sich da die Zähne nachleckt. Das ist doch ganz klar. Und dass voll reacted wird, das ist doch ganz klar. Selbst wenn nur Indizien im Raum stehen. Weil er nun mal er ist, der er ist. Ganz einfach. Es ist auch so unterschiedlich, wie die Videos dazu gedreht werden. Ne? So ein Ofenkäse oder ein Ani, ne? Grüße gehen raus. Ja, Leute, fahrt da nicht hin. Ne? Bleibt da weg. Der läuft da mit der Axt rum. Hast du nicht gesehen? Roxau. Wir sehen uns da. Ich freue mich. Das ist auch echt lustig, was da gerade abläuft im Drachengame. Das ist echt Wahnsinn. Bin ich kein Fan davon. Genauso mit der Geschichte mit der Polizei dort. Einer mit einer Axt darf rumlaufen, aber Leute, die da sind, werden vom Platz verwiesen. Naja, wahrscheinlich zum Schutz der Leute. Vielleicht sind es auch Parteigenossen. Echt jetzt? Meine lieben Freunde, irgendwas stimmt doch da nicht. Ich habe ein großes Problem damit. Eigentlich wollte ich so, was ich hier sage, wollte ich eigentlich vor meinem nächsten Findus-Teil machen. Aber wenn ich sowas hier jetzt in dieser Stimmung bin, wie ich gerade bin, muss ich ehrlich sagen, ist mir nicht so richtig danach. Da muss ich noch ein paar Tage dafür warten, befürchte ich. Ich habe mir eh überlegt, ob ich dieses Video wirklich machen soll, weil ich habe schon ein bisschen Ekel in mir. Aber nichtsdestotrotz kann ich nicht erwarten, dass hier irgendwer von den Jungs und Mädels da draußen, die Rainer hassen, nicht mögen, kritisieren, sich in irgendwas verrennen, was am Ende der Dicke gar nicht verdient hat. Oh, ja, es kann natürlich so oder so sein. Aber was er nicht verdient hat, weiß ich nicht. Ich habe das ja schon öfter in Videos gesagt. Du weißt es, du kennst es von mir. Auch in den Videos, die wir zusammen gemacht haben, dass ich ständig und regelmäßig geraged habe. Was der verdient hat, das möchte ich gar nicht aussprechen. Ganz ehrlich. Und zutrauen tue ich dem alles. Alles, auch Sachen mit Kindern. Ist mir scheißegal, was andere davon halten. Das traue ich ihm zu. Von allem, was ich von ihm bisher weiß, gesehen und gehört habe. Guck dir mal in die Augen. Denn zum einen ist er so, er hat so einen ekligen Charakter und sehr komische, perverse, sexuelle Vorstellungen und Wünsche und Träume in seinem Schädel. Und das wissen wir alle und das ist ein Fakt. Und zum zweiten hat er doch eine völlig kognitive Einschränkung.
und Auffassungsgabe. Der macht das einfach. Ohne groß drüber nachzudenken, wenn du verstehst, was ich meine. Ich komme da schon raus, wie ich schon immer rauskam. Lü, 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 lü. Ja, und ich meine wirklich in dem Fall nicht verdient, weil er es nicht getan hat. Auch dafür hat er genug getan, wo er nicht für bestraft wurde. Ich bin da für ausgleichende Gerechtigkeit. Auch Rainer möchte ich nicht, dass er für etwas bestraft wird, was er nicht getan hat. Och, darüber lässt sich streiten. Ja, Leute, ich weiß durchaus, dass Rainer gerne in die Scheiße langt. Auch wenn es heißt Code Midas, ja, er aus allem Scheiße macht. Und er ist sogar bereit dafür und immer wieder glücklos in Scheiße reinzufassen und sich den ganzen Haufen mit der ganzen Hand rauszuholen. Weiß ich alles. Ist mir alles bewusst. Aber hier haben wir halt nichts. Außer dullige Blubber. Und das ist doch genau das, mit dem wir uns ständig beschäftigen und Reactions machen, Matti. Dullis, die rumblubbern. Viel reden, aber nichts sagen. Außer dullige Blubber. Mehr haben wir nicht. Und ich hab halt wirklich meinen Stress damit. Und ich hab wirklich... Aber warum? Warum? Ich sag dir ganz ehrlich... Natürlich respektiere und akzeptiere ich den Rechtsstaat, keine Frage. Ich bin ja kein Reichsbürger oder sowas. Und ich halte mich auch ans Gesetz. Aber wenn der mal richtig was auf eine Nuss kriegt, selbst wenn er an der Sache, die gerade im Raum steht, dann nicht schuld war, hey, dann schlafe ich trotzdem ruhig. Verdammt ruhig, verstehst du? Einfach weil er ist, wer er ist. Wirklich jetzt mehrere Tage überlegt, mache ich das, mache ich es nicht. Ich gebe dir das auf jeden Fall. Deine besondere Haltung, deine Worte sind in Ordnung. Das ist alles deine Ansicht und das ist eigentlich richtig so. Das ist auch gut so und das, was du sagst, hat auch seine Berechtigung. Ich selbst sehe das gerade bei diesem Kandidaten allerdings sehr, sehr subjektiv und meine subjektive Meinung, die haue ich hier auch raus. Und die ist auch nicht objektiv. Das sei gleich dazu gesagt. Sage ich was. Eigentlich haben schon genug was dazu gesagt. Und ich kann da wirklich vieles auch abnicken und sagen, ja, kann sein. Aber wir wissen es halt nicht sicher. Und wir stehen ja auch immer so auf unsere Beweise. Und ich vermisse hier eindeutig den Satz, Rainer, wir können es dir nachweisen. Ja, aber Matti, das, was da gerade passiert, diese Hexenjagd, das hat er sich doch selbst zuzuschreiben. Und das war abzusehen. Und weißt du was, meiner Meinung nach wurde es Zeit, dass es richtig knallt. Selbst wenn nämlich an der Geschichte nichts dran ist, sollen sie dem die Tür eintreten. Verstehst du, was ich meine? Ehrlich jetzt mal, ey. Diesem Ekel. Ich kann nur hoffen, ganz ehrlich, dass nichts an der Sache dran ist. Und zwar wegen dem Kind, verdammte Axt. Kann ich noch eine Anekdote aus meinem Leben zu erzählen? Ja, das könnte ich mal machen, denn ich weiß, wovon ich spreche. Oder lasse ich's? Ich weiß es nicht. Ja, wird schon irgendwann aus mir raussprudeln in den nächsten Minuten. Ich bin voller Hass gerade. Aber hier können wir das nicht. Deshalb bin ich an diesem Lügenfunk auch so dran. Was der da gerade abgezogen hat und was alles vor Gericht stattfindet. Wo er natürlich lügt und sagt, ist nix, ist klar. Aber die Wahrheit wird ans Licht brechen. Das wirst du sehen, mein Freund. Ich habe ja schon jede Menge Beweise dafür. Ich kann die nur noch nicht vorlegen, weil... Ist gerade noch am Laufen, die ganze Scheiße. Und das ist eine ähnliche Sache. Das ist zwar kein kleines Kind, aber eine ganz ähnliche Geschichte. Und deshalb werde ich auch diesen Lügenfunk zerstören. Also halte ich hier die Füße still und warte ab, was passiert. Und ich würde manche bitten, dem gleich zu... Ihr müsst es nicht. Ihr müsst es nicht. Ich kann auch niemanden davon abhalten, zu tun, was er oder sie auch immer tun möchte. Aber ich habe mich dafür entschlossen, abzuwarten, was jetzt noch so passiert. Überleg mal. Der Rainer sagt, stimmt gar nicht, ist nichts dran an den Vorwürfen. Alles lü, wie immer schon. Waren immer schon alles Lügen. Und wo wohnt er denn? Überleg mal, bei wem er wohnt. Und wie die Beziehung zwischen den beiden ist. Das ist ja nicht einfach nur sein Zimmervermieter. Das ist ja, die sind ja dicke miteinander, ganz offensichtlich und offenbar mutmaßlich gesehen.
was auch immer. Das sind ja Freunde. Und es ist ganz klar, wessen Geisteskinde der Mann ist und welcher Gesinnung er folgt. Und zwar heftigst und radikal. Und da wohnt der Rainer und ist da gut Freund. Der Rainer, der immer von sich behauptet, er wäre der große Antirechte, der Mann, der am meisten in ganz Deutschland gegen rechts getan hat. Ja, Mann, du Fotze, Alter, ey, gar nichts. Du hast noch nie irgendwas Sinnvolles getan in deinem Scheißleben. Der wohnt dann da und verbrüdert sich da. Der immer gesagt hat, ich habe am meisten von allen Leuten gegen rechts getan. Der lügt doch, wenn er Hallo sagt. Ich habe mir auch tatsächlich überlegt, was nicht. Genau wie Lüfung, das ist die gleiche Geschichte, Alter. Die Beweise liegen vor. Aber es wird weiter gelogen. Was nehme ich denn für ein Thumbnail? Aber mir ist nichts eingefallen. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wie ich dieses Video hier nennen soll. Weil ich könnte es nennen schuldig oder nicht. Ja, unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Du könntest dir auch einfach einen Knopf an die Backe nähen. Ach, irgendwie habe ich so das Gefühl, wir baden alle im Feuer. Wenn wir zu... Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber der Matti tut das gerade sinnbildlich sogar tatsächlich. Denn sein kleiner Hund, der da spricht, sitzt mitten in so einem Kamin drinne. Schnell handeln. Und ja, ich weiß, ich muss... es gibt viele Witze über mich, dass ich brenne. Ja. Und ich bin auch manchmal hitzköpfig, wie ihr euch an den Notträger Dezember erinnert. Ja. Naja, du bist eigentlich eher selten hitzköpfig. Und du brennst, ja, wir brennen alle. Wir sind alle Dullis, mehr nicht. Keiner ist besser als ein anderer. Aber wenn jetzt einer sagt, Matti ist dumm oder so, das ist nicht so, das könnte er mir glauben. Ich kenne Matti, ich liebe Matti und Matti ist nicht dumm, denn ich umgebe mich nicht mit dummen Menschen. Auf die reacte ich nur. Das war jetzt blöd, ne? Weil ich reagiere ja gerade auf Matti. Der hört sich nur manchmal so ein bisschen unbeholfen an, aber der ist alles andere als dumm, das könnt ihr mir wirklich glauben. Auch wenn so andere gewisse Reactor ihn gerne mal dann so hinstellen. Aber hier geht's, wie ich finde, um mehr. Hier geht's ein bisschen um mehr. Als nur meine Gedanken oder meine Hitzköpfigkeit oder auch meine Hageldommheit. Hier bin ich eindeutig Fan davon, noch die Füße stillzuhalten und abzuwarten. Und nein, wer von mir jetzt hier eine Einschätzung haben möchte von mir, ich sag euch, ich habe keine Ahnung, ob er dazu fähig werde oder nicht. Meine Einschätzung ist ja klar, ich wiederhole mich, aber tut Matti ja auch die ganze Zeit. Ob es passiert ist oder nicht, das weiß ich nicht. Ob ich es ihm zutraue, ob er dazu fähig ist, ja. So schätze ich ihn ein. Und vielleicht möchte ich es mir hier auch einfach machen und sagen, ja, ich möchte mal abwarten. Aber so tief ins Feuer setzen möchte ich mich dann nur auch wieder nicht. Weil am Ende heißt, ich habe wieder zu schnell gehandelt. Ja, oder was weiß ich. Nee. Ja, aber wer will dir das denn dann vorwerfen? Ich sag euch, hier werde ich erstmal auf ganz langsam machen und abwarten. Sehr, sehr schwierig. Irgendwas wollte ich noch sagen. Also meine Vermutung ist ja, weil Matti auch vorhin angesprochen hat, dass man das Kind da auch nie gehört hat, obwohl der Rainer so viel gestreamt hat, wie das denn sein kann. Ich glaube, dass er deshalb sehr oft nur so am Flüstern war, so ganz leise gesprochen hat, wenn er live war oder auf krank gemacht hat und nicht sprechen konnte, damit dieses Kind ihn nicht hört draußen vom Flur und wieder an die Tür klopft. Hallo, Onkel Rainer, können wir mal uns wieder schminken? Das ist so meine Vermutung irgendwie. So, ja, dann würde ich sagen, wir kommen mal zu dem Kind. 3 Jahre. Jetzt mal, nur als Beispiel, mal angenommen, das stimmt, was sie sagt.
Mal angenommen. Ja? Wenn die bei Rainer geklopft oder geklingelt hat und die ist da rein in seine Wohnung, habe ich jetzt die Frage, die sich mir stellt. Wir hatten den jetzt seit September immer wieder am Streamen gesehen. Abends um 8 denke ich nicht, dass das jetzt passiert wäre, wenn er da abends gestreamt hat. Aber der hat ja auch oftmals am Wochenende am Nachmittag gestreamt. Mal da eine Frage, wieso ist es da nie passiert? Wieso hat die da nicht gedacht, ach, ich klingel mal einfach beim Dicken und denke, schau da mal, was er da so sagt. Wieso ist es da nie passiert? Ach, ja gut, das habe ich ja eigentlich schon so irgendwie beantwortet. Aber gut, da kann es 1000 Gründe für geben, Matti. Zeit und Gelegenheit dafür war natürlich. Aber da war ja nie was. Und das ist halt, das sind halt so die Vergleiche, die ich da ziehe. Ne? Da frage ich mich halt, da stimmt doch was nicht. Ich komme, wie ich es mir auch ausmale, wenn ich mir so in meinem Kopf ausdenke, kann schon passieren. Aber dann gibt es immer wieder bei mir Zweifel, die sich bei mir halt, wo sich bei mir halt Fragen, die Fragezeichen aufstellen. Und ich mir denke, wenn da jetzt irgendwas falsch beschuldigt wird, ist es doof. Ist es einfach doof. Und ich bin halt, ja, wie soll ich sagen, ich bin halt ein Mensch, der sich denkt, wir haben ja quasi Meinungsfreiheit. Und das sage ich halt euch ganz offen, jeder sollte rausgehen können und erstmal sagen können, was er will, ohne jetzt großartig juristische Folgen erwarten zu müssen. Wir werden zum Beispiel ja moralisch schon genug abgestraft. Nehmt nur Rainer durch die Mitmenschen. Moralische Bestrafung gibt es da genug. Es gibt ja kaum Menschen, mit denen er sich irgendwie länger auseinandersetzen kann, weil alle merken nach einer Zeit, wie, was es für eine beschissene Menschenhaut es ist. Das heißt vollgeschissene Menschenhaut. Nicht beschissene Menschenhaut. Und das würde ich auch so unterschreiben. Und schon steht er wieder alleine da. Ist ja bisher immer passiert. Also wenn ich irgendwas sage, was so manchen nicht passt, werde ich automatisch schon abgestraft. Von daher, wie gesagt, es ist für mich schwierig. Und dann wisst ihr, einfach so bei Rainer klingeln, bei einer wildfremden Person, da muss ich auch eine Frage stellen. Habt ihr einfach so früher bei irgendwelchen fremden Personen geklingelt und seid dann in die Wohnung, wenn die euch aufgemacht haben? Das ist aber schwierig, Matti. Du musst dir das so vorstellen. Das ist ja kein Mietshaus, in dem er eine Wohnung hat. Das kannst du dir so nicht vorstellen. Das sind irgendwie so Montagearbeiterzimmer oder Fremdenzimmer. Das ist ein bisschen wie eine WG, kann man sich das vorstellen. Da hat jeder so sein Zimmerchen. Und die laufen sich da auch ständig über den Weg und kennen sich die Menschen in der Regel. Und warum soll denn da nicht da eine Beziehung zustande gekommen sein? Also da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Also ich weiß es nicht. Ich bin ja so, wenn ich mir sowas in den Kopf setze und mir sage, ja, okay, da ist schon was dran. Dann stelle ich mir gleichzeitig eine Frage, passiert es normal? Wenn das passiert, hätte die nicht vorher schon irgendwann mal dazwischen mit Rainer zu tun gehabt? Und wir hätten es, der hat doch oft genug gestreamt, das hätten wir mitbekommen. Nein, das hätten wir nicht mitbekommen, Matti. Ich denke nicht, dass das einfach so an uns vorbeigegangen wäre. Vor allem nicht so lange. Ja, sowas Ähnliches hat die Staatsanwaltschaft damals auch gesagt, als es um den Computer ging. Ja, viel zu viel Aufwand. Wäre da wirklich was, dann hätten die Hater das schon mitgekriegt. Und dann hätten wir es über die Hater mitgekriegt. Ne? Das ist eine ganz ähnliche Aussage. Denn wir wissen doch alle, der Dicke und Diskretion sind zwei Dinge, die harmonieren nicht so ganz. Aber wenn es um sowas geht, da ist der Dicke doch durchaus berechnend. So schätze ich ihn schon ein. Ne, die harmonieren nicht. Das ist das Einzige, was diese Kandidaten gut können. Scheiße bauen und lügen.
Ich komme da immer wieder auf. Nein, eigentlich ja nicht so. Und deswegen, ja, ich bitte euch alle nochmal inständig abzuwarten und ihn nicht vorschnell zu verurteilen. Ich halte das hier für zu schnell. Natürlich kann, Leute, ich bin ehrlich mit euch, wir kennen alle Rainer, das kann alles sein, dass ich hier komplett einen Humbug rede und das alles schon lange passiert ist und die anderen recht haben, die das sagten. Ich habe ja auch Anis Video vorher gesehen, er ist auch so, und Ofi, beides so ein bisschen vernunftbegabt. Und da, ja, es ist einfach aktuell noch der schlauere Weg. Ich möchte halt nicht, dass irgendjemand aus der Hater-Bubble auf irgendeinen Kack reinfällt, was gar nicht sein muss. Wir haben genug, womit wir Rainer dran kriegen können. Es gibt genug Sachen, wofür er schon ordentlich abgestraft wurde von uns durch andere. Oder er hatte doch bisher in seinem ganzen Leben anscheinend den einen Stress nach dem anderen. Der geht von einem Stress zum nächsten. Ja, aber das ist ja keine Bestrafung für ihn. Wäre das alles nicht gewesen, hätte er nie was zu fressen gehabt. Das ist es ja. Das ist ja sein Weg. Den hat er sich ausgesucht und den macht er ganz bewusst. Er ist zu faul und zu hageldumm, um zu arbeiten oder eine Ausbildung zu machen. Er ist einfach gar nicht fähig dazu. Alleine auch schon von seinem Charakter her und seiner Persönlichkeit. Alkoholhaft. Deshalb sucht er sich diesen Weg aus, weil es ein faules Schwein ist, der den ganzen Tag nur lieber auf dem Sofa sitzt und gar nichts macht. Und dennoch noch erzählt, harte Arbeit und er arbeitet mehr als ein Bauarbeiter. Diesen Weg hat er sich ausgesucht. Er nimmt diesen Stress, Beef und die Hater in Kauf gerne, weil er nur dadurch Aufmerksamkeit generiert, Reichweite generiert und Geld generiert. Ganz einfach. Kein Leben, das irgendjemand von uns führen möchte, oder? Nein, aber er. Verstehst du, Matti? Und das hier ist mir einfach zu schwammig. Das ist mir einfach zu schwammig. Ja, er ist ein Schwamm. Da hast du wohl recht. Weil alles, was hier passiert ist und alles, was man sich fragt, komme ich immer wieder auf das Ergebnis, es ist noch nicht so stichhaltig. Hier geht's um Rainer, klar. Sind wir ehrlich, es ist alles möglich. Also, in seinem Statement dazu sagte er, nö, das ist natürlich alles nicht passiert, ich sag da jetzt auch gar nichts mehr zu. Seit 12 Jahren, jetzt mein Wortlaut, das ist nicht O-Ton, das ist, was ich noch im Kopf hab. Wehre ich mich gegen Pedo-Vorwürfe erfolgreich? Die Staatsanwaltschaft hat ja auch meinen Rechner und da war nichts drauf. Ja, genau. Seit 12 Jahren wehre ich mich schon gegen diese Vorwürfe mit Pädophilie und Kinder und hast du nicht gesehen und bla 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 und es war immer nur alles eine Lüge, immer nur alles Fake, alles, auch die Sachen mit rechts, dass ich rechts bin und war, immer nur alles Fake. Dieses ganze Statement ist eine Lüge. Dieses ganze Statement ist eine Lüge. Anstatt auf die Sache einzugehen und wirklich das mal aus seiner Sicht zu schildern, lügt er einfach wieder nur. Und wenn das ganze Statement zu der Geschichte schon eine Lüge ist, ne, ist dann die Geschichte eine Lüge? Ich weiß es nicht. Ich traue es ihm zu. Ja, einfach alles. Und wenn sich das bewahrheitet, das ist jetzt meine Prophezeiung, ich rufe natürlich niemanden dazu auf und ich selbst werde natürlich auch nichts machen, aber das ist meine Prophezeiung, das ist meine Vermutung. Wenn sich diese Geschichte als korrekt herausstellt, dass das passiert ist, dann ist Rainer tot. Da bin ich mir sicher. Dann ist er nicht mehr sicher. Dann ist er nirgendwo mehr sicher, auch nicht in seiner Nazi-Pension. Nirgendwo mehr. Dann, ich sehe schon den Lynchmob. Das war's dann. Er hat sich wirklich schon genug geleistet, aber dieses Ding ist... Das ist das Ding der Dinge. Das ist das absolute, das ist die Krönung auf der Krone. Wenn sich das bewahrheitet, dann ist es zu spät für ihn, dann war es das. Dann war es das. Dann ist er hin. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ganz, ganz sicher. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen zu wenig. Gut, Freunde.
Gut. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es jetzt schon um ihn geschehen ist. Dass jetzt schon Leute ihn besuchen werden. Und da werden auch Leute bei sein, die keine Angst vor unserem axtschwingenden Alki haben. Wenn er versteht, was ich meine. Es gibt immer einen, der härter ist. Es kann auch schon sein, dass alleine jetzt nur wegen diesen Indizien und Gerüchten, dass er dafür auf links gekrempelt wird. Kann auch sein. Ob ich das gut finden würde, werde ich jetzt hier nicht öffentlich sagen. Irgendwas wollte ich bestimmt noch, was mir im Nachhinein einfällt. Na gut. Das war's erstmal. Ich habe fertig, Buttergolem. Pipi Kaka auf Rudis Grab. So. Jetzt geht's mir besser. Und ich sag schon mal wieder, Metal off. Kein Video ist mir bisher so schwer gefallen als das. Das habe ich jetzt schon öfter bei anderen Reactern gehört. Warum? Warum fällt einem das schwer, über diese vollgeschissene Menschenhaut zu reden? Fällt einem das schwer? Wenn man bedenkt, dass die Geschichte wahr sein könnte und was da passiert ist, angeblich. Ja, dann wird einem schlecht. Dann wird einem schlecht und das schlägt einem aufs Gemüt. Aber wenn dem so ist, wie gesagt, dann gnade ihm Gott. Bäh. Schon ein bisschen kotzig. Jetzt muss ich erstmal pinkeln, glaube ich. Ja, heb dein Beinchen. Hunde haben es da doch recht einfach. ja, das war Matti zu dem Thema, Mattis Gedanken dazu, meine Meinung. Und das war's. Vielleicht hat es euch ja gefallen. Wenn nicht, X-Button. Aber ihr könnt ja mal kommentieren, wie ihr das Ganze so seht. Liebe geht auf jeden Fall raus an Matti. Ja. Was soll ich sagen? Damit bin ich auch fertig, oder? Also fertig bin ich sowieso, aber fertig jetzt hier so mit dem Video. Und ich würde sagen, gehabt euch wohl, morgen bin ich nicht da, aber vielleicht einen Tag am Wochenende nehme ich mir Zeit. Dann, vielleicht sehe ich dann, dass ich mit Lamedel das endlich hinkriege über den Lügenfunk. Ich denke mal, das wäre jetzt so das nächste Ziel an Content. Ja, Freunden, Leuten, es gibt's Leuten. Wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass nichts an der Geschichte ist, allein wegen dem Kind. Aber es war ja klar, aber das hat der Rainer sich ausgesucht. Der ist nicht schuldlos. Selbst wenn nichts dran ist, sondern das wirklich eine Hetzkampagne ist, ist Rainer schuld daran. Denkt mal drüber nach. Haut da rein.